FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Javi Martinez ist da, die Gegner in der Champions League bekannt. Die Saison bei Bayern München nimmt Konturen an. Das freut natürlich auch den Kapitän. Hallo Philipp Lahm, herzlich willkommen. Du bist ja auch noch junger, stolzer Vater gerade geworden. Dreht sich das Leben zu Hause gerade ganz schön? Ja klar, es ist eine große Umstellung, muss man ganz klar sagen, aber die sehr, sehr viel Spaß macht. Und in der Champions League geht es ja bald dann auch wieder auf Reisen nach der Auslosung nach Valencia, nach Lille und nach Weißrussland zu Bate Borisov. Auf Facebook, Philipp, sind die Fans durchaus optimistisch, dass der FC Bayern die Gruppenphase übersteht. 99% glauben das auf jeden Fall, aber immerhin 11% sind auch der Meinung, dass man, Achtung, die Gruppe nicht unterschätzen sollte. Wie ist die Meinung heute Morgen in der Kabine gewesen? Ja, da haben die 11% auch recht. Also unterschätzen darf man niemanden, vor allem nicht in der Champions League. Aber klar ist auch, wir sind letztes Jahr Zweiter geworden in der Champions League, dass wir auf jeden Fall ins Achtelfinale wollen und mit der Auslosung sehr, sehr gut leben können. Und ja, für uns eine Pflichtaufgabe ist, ins Achtelfinale zu kommen. Javi Martinez hat gestern ja seinen neuen Verein kennengelernt und heute dann die Mannschaft im ersten Training. Die erste Trainingseinheit mit den neuen Kollegen, Javi Martinez im strömenden Regen und trotzdem im fast schon sommerlichen Outfit. Völlig durchnässt, aber höchst konzentriert und ambitioniert. Rund 90 Minuten davor, um kurz nach 10 Uhr, betritt Javi Martinez den Trainingsplatz. Sein erster Ansprechpartner Claudio Pizarro. Natürlich, der spricht auch Spanisch. Doch auch Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos nehmen sich dem Neuzugang an. Es ist immer wichtig, wenn jemand die Sprache spricht, da kann der ein bisschen sprechen. Es ist nicht einfach, Deutsch zu lernen. Es wird auch nicht einfach für ihn. Aber der hat gesagt, er will schon schnell Deutschland zu lernen. Und ich werde ihm natürlich helfen, wenn ich das kann. Die Mitspieler kennt der 23-Jährige seit heute. Das Vereinsgelände ist ihm schon seit gestern bekannt. Nach der Vorstellung in der Allianz Arena besucht Javi Martinez das Leistungszentrum der Profis. Umkleidekabine, Nassbereich und die medizinische Abteilung. Alles beeindruckend. Doch viel spannender ist natürlich seine Leistung auf dem Platz. Die ersten Ballkontakte, vielversprechend. Die ersten Sprints, dynamisch. Und das schlechte Wetter, kein Problem. Der Spanier ist eben anpassungsfähig, zumindest jetzt noch. Schauen wir mal in Dezember, Januar oder Februar, also, was meint er? Also ist wichtig auch, dass er, wenn er in Deutschland kommt, nicht so wegen dem Wetter schneller adaptiert. Javi Martinez und sein erstes Training bei den Bayern. Ein nasser, aber durchaus geglückter Auftakt. Javi Martinez hat dem gruseligen Sommerwetter heute zumindest zeitweise ein kurzarmiges T-Shirt entgegengesetzt. Bravo, da will einer sich gleich integrieren, ne, im deutschen Sommer. Welchen Eindruck hattest du bislang im ersten Training von ihm? Positiv, absolut. Schwer zu beurteilen nach einem Training, aber wichtiger ist, dass er sehr, sehr offen war gegenüber der Mannschaft und ja, dass er versucht hat, sich zu kommunizieren mit uns, über Englisch natürlich. Mhm. Und hat alles sehr, sehr gut gepasst. Und wir sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Mhm. Pizarro und Dante können ja sogar auf Spanisch mit ihm parlieren, aber Englisch, das funktioniert dann so. Absolut. Nee, er spricht gut Englisch und deswegen passt alles. Mhm. Hast du als Kapitän dann gleich engeren Kontakt zu ihm? Nimmst du das vor, auf ihn zuzugehen? Ja, selbstverständlich, aber ich glaube nicht nur ich, sondern halt überhaupt die Mannschaft empfängt die natürlich mit offenen Armen und das war heute der Fall und so kann es weitergehen und morgen haben wir schon wieder Training, also es geht Schlag auf Schlag. Ja, es hat wieder Fahrt aufgenommen. Danke, alles Gute, Philipp Lahm. Dankeschön. Und wir bleiben in den Newsflash nochmal bei dem Neuzugang. Gute Nachricht für den FC Bayern. Javi Martinez kann sich voll auf die Integration in München konzentrieren. In Absprache mit dem Verein hat ihn der spanische Nationaltrainer Del Bosque nicht für die Spiele gegen Saudi-Arabien und Georgien nominiert. Und wieder Javi Martinez. Eine kleine Autogrammstunde mit ihm und seinen neuen Mitspielern. Der Höhepunkt am dritten Tag des FCB Kids Club Fußballcamps. Sie trifft und trifft und trifft. Bayern-Stürmerin Lena Lotzen ist der Star der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der WM in Japan. Beim 4:0-Sieg im Viertelfinale gegen Norwegen traf die 18-Jährige im Doppelpack. Soweit die Neuigkeiten von der Sädener Straße. Morgen planen wir hier in den FCB News mit Jupp Heynckes vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart zu sprechen. Also bis dahin, Servus.